In diesem Video möchten wir mit euch teilen, wie wir bei uns erfolgreich die Schwarzwurzeln anbauen. Die Aussaat erfolgt von April bis Mai und wir brauchen eine Keimtemperatur für die Schwarzwurzeln von 10 bis 20 Grad. Der Boden wird bei uns vorbereitet für den Mittelzehrer. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein gut abgelagerter Kompost eingearbeitet werden oder wir arbeiten auch gerne bevorzugt mit dem Kleedünger. Pferdemist würden wir jetzt hier nicht einarbeiten. Wurzelgemüse, und dazu gehört die Schwarzwurzel, ziehen wir nicht vor. Das heißt, hier kommt das Saatgut direkt in die Erde. Dazu ziehen wir eine Rille, die ist ungefähr 2 cm tief. Und da rein legen wir das Saatgut. Die Saatgutkörner sehen aus wie kleine Holzstückchen. Also mit denen müssen wir ein bisschen vorsichtig umgehen. Die werden auch nicht in die Erde gesteckt, sondern einfach reingelegt. Wichtig ist bei Schwarzwurzeln, die schön groß werden sollen, die Erde. Wir brauchen also eine schöne, tiefe und lockere Erde. Bei uns finden wir diese Bedingungen am ehesten im Hochbeet und deswegen bauen wir die Schwarzwurzeln am liebsten im Hochbeet an. Bei der Schwarzwurzel wählen wir einen Reihenabstand von ungefähr 30 cm. Wenn wir das Saatgut dann in die Rille reinlegen, dann machen wir das mit einem Abstand von ungefähr 1 cm. Solltet ihr älteres Saatgut haben, dann ist es empfehlenswert, diesen Abstand noch geringer zu wählen. Anschließend einfach mit Erde zudecken, natürlich angießen und nach 2 bis 3 Wochen sollten die ersten Pflänzchen zu sehen sein. Wenn euch unsere Grow Veggie Videos gefallen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und auch unseren Kanal könnt ihr gern kostenlos abonnieren. Wir bedanken uns bei euch. Auch interessant ist das Thema Vorkultur. Ist es sinnvoll, bei der Schwarzwurzel vorher Kartoffeln angebaut zu haben oder tiefwurzelnde Gründüngung wie zum Beispiel Lupine? Wenn Kohl vorher im Beet gestanden hat, dann kann es sein, dass sich die Wurzeln so eher verzweigen und das ist was, was wir eigentlich nicht wollen. Wenn die Pflänzchen dann schön gekeimt sind und ein bisschen größer sind, dann heißt es, sie auf 3 bis 7 cm auszudünnen. Warum? Ganz einfach, wenn die Schwarzwurzeln zu eng stehen, dann wachsen sie zwar auch, aber sie werden eher schmal und dünn. Ja, und wenn ihr schon mal Schwarzwurzeln in der Küche verarbeitet habt, dann wisst ihr, dass es mehr Spaß macht, wenn die größer und dicker sind. Also ungefähr 3 bis 7 cm Abstand und dann wird es gut werden. Ein guter Standort für die Schwarzwurzeln ist ein vollsonniger oder zumindest halbschattiger Standort. Je mehr Sonne, desto besser. Wasser hat die Schwarzwurzel schon ganz gerne, also wir achten auf jeden Fall darauf, dass sie nicht austrocknet, denn das würde schon arge Wachstumsprobleme geben. Die sieht man hinterher dann auch in den Wurzeln, wenn die so ungleichmäßig sind. Was wir auf jeden Fall machen, die Beete werden bei uns gemulcht, entweder mit Rasenschnitt oder eben auch mit Stroh. Besonders schön beim Anbau von Schwarzwurzeln, es scheint kaum Schädlinge zu geben, zumindest sind uns keine bekannt und wir haben auch keine feststellen können. Wir halten das Beet unkrautfrei soweit. Aber Nachdüngen ist auch nicht erforderlich, also eine ziemlich unkomplizierte Kultur. Es kann schon mal sein, dass Mehltau auftritt, aber das macht den Wurzeln überhaupt nichts aus. Und mit wem steht die Schwarzwurzel gerne in Mischkultur? Zusammen steht sie gerne mit Zwiebeln oder Lauch oder auch Bohnen und Kohl, ebenso auch mit Möhren, Salat oder Spinat. Wir bauen sie ganz gerne zusammen mit Haferwurzeln und Pastinaken im Hochbeet an. Das funktioniert super, das haben wir die letzten Jahre so gemacht. Und dann gibt es noch eine tolle Eigenschaft von diesem prima Wurzelgemüse. Es ist winterhart. Der Winter, der Frost macht ihm gar nichts aus. Bei uns werden die Beete einfach dick abgemulcht mit Stroh und so können wir den ganzen Winter über bis in den März hinein die Schwarzwurzeln ernten. Vielleicht kennt ihr den Multispaten aus unserem Sortiment. Das ist nicht nur ein super Unkrautstecher, sondern wir nutzen es unheimlich gern auch als Erntewerkzeug, gerade für lange Wurzeln. Möchtet ihr eigenes Saatgut ernten, dann ist es gut zu wissen, dass die Schwarzwurzel erst im zweiten Jahr die Blüte ausbildet und dementsprechend auch das Saatgut. Wir wünschen euch viel Freude beim Anbau von Schwarzwurzeln und hoffen, dass wir euch motiviert haben, es einfach mal auszuprobieren. Zum Weiterschauen haben wir noch hier unser Grow Veggie Videos zum Anbau von Winterlauch verlinkt und ebenso unser Grow Veggie Videos zum Anbau von Buschbohnen. Beides zwei Kulturen, mit denen die Schwarzwurzeln gerne zusammenstehen. Wir wünschen euch viel Spaß bei euch im Garten und sagen bis zum nächsten Mal.